Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Forza Motorsport 7 hier auf Abgefahren. Heute gucken wir uns mal was ganz Besonderes an, denn ich habe in letzter Zeit ein bisschen viel JP Performance geguckt und mich auf seinem YouTube-Kanal rumgetrieben. Und da ist mir dieses schöne Ding ins Auge gefallen. Der bastelt dann nämlich gerade einen Nissan GT-R R34 zusammen und baut den richtig schön auf. Und da habe ich gedacht, boah, so wie der da steht, sieht der schon geil aus. Und so wie seine Motorkonfiguration da aussieht, sieht das auch schon geil aus. Dann habe ich doch mal Bock nachzumachen. Und genau das machen wir heute hier, beziehungsweise genau das habe ich gemacht. Und das gucken wir uns heute in Forza Motorsport 7 mal an. Also wir haben die klassische rote Lackierung, die er ebenfalls drauf hat. Wir haben die carbonlackierte Motorhaube. Wir haben die schwarzen Akzente und Karosserieteile hier unten an der Frontschürze, am Seitenschweller und auch an der Heckschürze. Leider nicht diesen fetten, ja, einen rohrigen Auspuff, sondern eben nur diesen Doppelauspuff. Das kannst du ja leider nicht ändern bei Forza. Was haben wir noch? Genau, die Felgen. Das sind Rotiform-Felgen. Das geht ja zum Glück, dass wir die Marke in Forza drin haben. Die von JPs Auto sind allerdings noch ein bisschen, die haben tieferes Felgenbett. So, das kann ich hier leider nicht auswählen, aber das sind quasi die nächstbesten Felgen, die ich hier finden konnte. Schöne 5-Speichen-Felgen. Die haben auch leider keinen Schnellverschluss. Das sieht auch nochmal ein bisschen anders aus. Aber ansonsten sehen die schon recht identisch aus, gerade auch mit der Farbe. Haut das schon ganz gut hin. Ja, und ich finde also dieses Rot mit diesen leicht schwarzen Akzenten hier und da, das kann sich schon echt sehen lassen. Dann noch mit der Carbon-Motorhaube. Also mir gefällt das richtig gut. Ich bin eh ein Skyline-Fan, das kann man schon sagen. Und vor allen Dingen bin ich auch ein Fan, was hier unter der Motorhaube steckt. Wir haben nämlich, also der JP hat seinen so aufgerüstet, dass der ungefähr an der 1000 PS-Marke kratzt mit einem Single-Turbo. Den können wir hier in Forza auch nicht auswählen, deswegen Twin-Turbo-Konfiguration. Aber ansonsten sämtliche Motorkonfigurationen auf volle Pulle gerüstet, sodass wir dabei 628 kW bzw. 854 PS und ca. 1000 Newtonmeter Drehmoment landen. Und das ist schon eigentlich eine ganz geile Hausnummer. Bin ich schon sehr zufrieden mit, was das hier für eine Leistung auf den Asphalt bringt. Und ja, das werden wir uns heute auf Monster mal anschauen. Und ich würde sagen, da legen wir doch mal direkt los. Raus aus dem Fotomodus, rein auf die Strecke. Ich bin wieder alleine auf der Strecke unterwegs und wir fahren einfach mal nur und testen das Ganze. Wieso wird denn mein Mauszeiger die ganze Zeit als ladend angezeigt? Ach ja, jetzt ist besser. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt. So, wir gehen ins Auto. Ich mache die Wheelcam an, Tachchen. Und dann setzen wir uns ins Cockpit. Ich nehme wieder diese Cockpit-Ansicht. Einfach nur, weil sonst das Lenkrad ja nur bis 180 Grad dreht, beziehungsweise einfach nur 90 Grad zur Seite. Und das reicht mir nicht. Das sieht immer so ein bisschen blöd aus, deswegen einfach diese Kameraansicht. Dann kann ich hier schön kurbeln, wie ich will, denn ich fahre mit vollem Lenkeinschlag und natürlich auch mit Handschaltgetriebe und mit Kupplung, also komplett auf Simulation gepolt hier das Ganze. Ja, und ich würde einfach sagen, genau das würde ich sagen, und damit fahren wir jetzt direkt mal los hier. Ja, der ist noch recht auf Straßenwagen sonst getrimmt eigentlich. Der ist noch nicht leergeräumt. Der ist noch komplett so, wie er war. Und deswegen wiegt er auch fast 1600 Kilogramm. Der Antriebsstrang ist komplett auf Sport gemünzt. Da haben wir noch nicht die Rennkategorie-Bauteile drin, sondern eben noch die für, die Sportteile haben wir da noch drin. Fahrwerk ist allerdings das Rennfahrwerk. Und das haben wir komplett tief geklotzt, weil ja der JP Skyline auch ziemlich tief liegt. Aber ganz so tief, wie der da liegt und so breit, wie die Räder vor allen Dingen da rausstehen. So kriegen wir es leider nicht wirklich hin. Aber ich finde, das sieht so schon ganz geil aus. Ich werde gleich nochmal während der Fahrt ein bisschen von außen zeigen, aber erstmal halte ich vielleicht mal die Klappe. Ich habe Monster ausgewählt und nicht Le Mans in der Unschikan-Konfiguration, weil ich dachte, nee, das bewahren wir uns nochmal auf. Und gucken, was wir noch so für PS-Monster hier zurechtzüchten. Ich würde mal sagen, jetzt geht's los. Das war noch kein Vollgas. Vielleicht geht's gleich so richtig los, wenn wir auf der Gegengeraden sind oder so. Man kann schon mal ein bisschen. Das war Vollgas, vierter Gang. Ein bisschen anteasern. Ich habe noch leichte Probleme beim Runterschalten. Ich drücke selber die Kupplung und gebe dann selber Zwischengas, wie man es in einem echten Auto bei Renngeschwindigkeit ja auch machen würde. Habe ich noch ein bisschen Probleme, den richtigen Punkt zu finden, wenn ich das zu schnell mache. Habt ihr es gerade gehört, beim Schalten vom 6. in den 5. Gang, da hat es gemacht, weil ich zu spät die Kupplung gedrückt habe fürs Spiel. Und das haben mir so andere Simulationen angewöhnt, dass es eigentlich recht fix geht, aber irgendwie will das hier nicht so wirklich.
Aber das kriege ich vielleicht noch hin. Deswegen, wenn es ab und zu mal krack macht, dann putzen wir ein bisschen die Zähne vom Getriebe. Ist ja auch nicht so wirklich schlimm. Schaden ist ja aus. So, jetzt aber mal wirklich. Da sind wir schon auf 72. Nur mal eben kurz den vierten und den fünften durchgelatscht. Also ihr seht, hier geht schon einiges. Und das natürlich auch mit Bezug auf die Quertreibereien. Aber wir können direkt mal schon so einen Beschleunigungstest machen. Passt mal auf, wir machen rollenden Start. So, stellt euch mal vor, wir fahren gerade innerorts in der Stadt und da kommt das Ortsendeschild und da kann man Gas geben auf der Landstraße und da kann man mal so ein bisschen auf 100 km/h beschleunigen. Das machen wir jetzt einfach mal. 50 km/h und dann zack, sind wir damit schon fertig. Und selbst auf der Autobahn theoretisch ginge richtig viel. Da hatten wir hier auf der Stadt Zielgeraden einfach mal 260 drauf, trotz diesem Beschleunigungstest. Das ist schon ziemlich geil. Ich finde, der hat ein bisschen wenig Turbo-Lag. Ich meine, wir haben 2,7, 2,8 Bar Ladedruck und man merkt, irgendwie nicht, dass der Turbo sich wirklich aufladen muss. Der Turbo anfangen muss zu spulen. Das kommt ein bisschen zu direkt für meinen Geschmack. Ist natürlich geil, weil dann direkt die Leistung da ist, aber ja, könnte, wie gesagt, noch ein bisschen größer sein, finde ich. Aber gut, wir haben ja die Telemetrie gehabt. Wir können einfach mal reinschauen. Also links Leistung in kW und darunter Drehmoment in Newtonmeter. Wenn wir dann gleich mal im vierten Gang vielleicht drauf treten, jetzt gerade bei 4000 Touren, dann sind wir jetzt schon bei maximaler Newtonmeter Drehmomentzahl und haben dann ein paar Sekunden später die maximale Leistung erreicht. 2,76 Bar Ladedruck, 280, 290 und hier muss ich schon auf die Bremse gehen. Fast schon ein bisschen spät dran. Aber unfassbar, wie das Ding nach vorne geht. Ich glaube, Getriebe ist so auf 370 übersetzt. Und ich würde auch mal sagen, die schafft er. Wenn wir es darauf anlegen würden. Jetzt nicht unbedingt auf Monza. Aber auf der Le Mans-Variante ohne Schikanen könnte der das schon schaffen. Mal gucken, was wir hier so hinkriegen. 300, 310, 330 fast und ich muss hier auf die Bremse steigen. Wir können noch ein bisschen länger ziehen und ein bisschen später bremsen. Aber ich weiß nicht, ob wir die 340 hier noch hinkriegen. Naja, ich versuche mal hier eine schnelle Runde abzureißen oder vielleicht auch mal in der einen oder anderen Kurve ein bisschen zu driften. Einfach nur, um das Auto ein bisschen zu testen. Fahrwerksmäßig ist dann keine großartige Abstimmung passiert, einfach nur das Tieferlegen. Boah, das ist auch so krass, der dritte Gang. Kommen wir zu weit raus ins Kiesbett. Einer Scandinavian Flick für den Lastwechsel. Und dann raus. 175, 220, 50, 60, 70, 80, 90. Sind wir fast sogar noch die 300 im fünften Gang. Und hier sind wir etwas schnell jetzt gerade. Ja, oh, schade, das war viel zu schnell. Da war der Gasfuß wieder schwerer als der Verstand. Da ist das schöne Auto schon dreckig gefahren. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier nicht in der letzten Kurve schön Drift hinlegen können. Nochmal anstellen. Mal in die Kurve reinlegen. Allradantrieb sei Dank. Hält man hier eine schöne Geschwindigkeit durch den Drift.
und muss eigentlich gar nicht gegenlenken, sondern vielmehr noch in die Kurve reinlenken, weil der Allradantrieb dich eben mit dem Antriebsmoment vorne ja in der Kurve hält sozusagen. Wir hören noch mal eben von außen, würde ich sagen. Da sehen wir die Flammen, wenn wir vom Gas gehen, und wir hören natürlich auch das des Turboladers bei jedem Schaltvorgang. Klingt ein bisschen verzerrt von außen, haben wir uns jetzt kaputt gefahren. Ne, klang nur so. Da gefällt er mir von innen soundtechnisch ja doch schon ein bisschen besser. Weil er da so schön dröhnt und so. Richtig schön Klang erzeugt. Ich glaube, wir sind bei... Oh, schon wieder zu spät. Schon wieder zu spät. Oh nein! Wieso verkacke ich immer die Kurve? Ich glaube, wir sind so ungefähr bei 780 Leistungspunkten. Haben aber auch erst die Sportreifen drauf. Das heißt, da geht noch mehr. Wir könnten noch ein bisschen breitere Schlappen, könnten da auch noch drauf. Und wir könnten natürlich noch innen komplett leer räumen. Das habe ich alles noch nicht gemacht. Ich würde nicht sagen, dass das Auto noch Serie ist. Schon mit diesen Leistungsdaten natürlich nicht, aber der ist noch straßentauglich, würde ich einfach mal sagen. Und nicht hundertprozentig auf Rennwagen getrimmt. Das, obwohl wir hier Monza in 2 Minuten abreißen, trotz Rumgedrifte und Spaßgehabe und Beschleunigungsgeteste. Ach, ist das geil. Ich finde ja eigentlich in so echten Autos den dritten Gang immer am besten. Ne? Der zweite Gang ist irgendwie so kurz übersetzt, da musst du schon schnell schalten, aber im dritten Gang, da kannst du bei 3000 Touren, gibst du Gas, du kannst komplett die das Drehzahlband ausnutzen und die Leistung des Motors spüren und komplett einschätzen. Das verschiebt sich bei so einer Leistung so ein bisschen. Also da ist es dann irgendwie der vierte Gang, der so ein bisschen mehr Spaß macht. Ich demonstriere nochmal hier 3000 Touren. Ach, schön. Mir gefällt's. Für alle, die wissen möchten, wie man sein Lenkrad anständig einstellt für Forza Motorsport 7, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Das wird bestimmt hier vorgeschlagen oder ich verlinke es einfach mal in der Videobeschreibung. Könnt ihr da draufklicken und euch das angucken, zumindest so wie ich das Fanatec hier eingestellt habe. Denn die Standardeinstellung hat mir überhaupt nicht gefallen. Viel zu viel Vibration und zu wenig Feedback von den Reifen. Und so ist das Ganze doch ein bisschen besser. So kann man auch mal driften und spürt, was das Auto machen will und vorhat. Oh. Schade! Den Übergang in die Linkskurve nicht gekriegt. Da musste ich nämlich auf die Bremse, weil wir ein bisschen schnell waren. Und dann hat er sich weiterhin rechts eingedreht und ist nicht zurückgeflanscht nach links. So, wir machen nochmal einmal Beschleunigung aus dem zweiten Gang. Vielleicht mit, ersten Gang brauchen wir eigentlich gar nicht versuchen, vielleicht mit Kupplung springen lassen sogar. Achtung! So, was hat der JP nochmal geschafft? Ich glaube 5,9 Sekunden von 100 auf 200. Und dann so von 80 ungefähr angefahren. Wir probieren das einfach mal. Guck mal, rechts oben bei 12 Minuten 40. Dann legen wir los. Und... zwei Schaltvorgänge hat er. Haben wir auch. Und da sind wir bei 5 Sekunden. Von 80 oder von 85 auf 200 km/h.
Das waren 5,2 Sekunden oder so. Also sind wir hier noch echt etwas performanter unterwegs als der gute Creo. Das trotz vermeintlich geringerer Leistung. Ich weiß nicht wirklich, was sein GTR da an Leistung bringt, aber ich meine, er hat in dem Video mal gesagt, das dürften so an die 1000 PS sein. Und das ist natürlich für so ein recht altes Fahrzeug schon eine üble Hausnummer. Aber wahrscheinlich kennt ihr sämtliche GTR-Videos schon im Internet, wo ja auch diverse Fahrzeuge mit 900 und mehr PS gefahren und gezeigt werden, die dann auch so kranke Beschleunigungsorgien feiern bis 300 km/h und weiter durch irgendwelche japanischen Tunnelsysteme. Ach, ist das herrlich. Wenn ich jetzt nur diese Kurve kriegen würde, wäre das noch herrlicher. Aber egal, ist die letzte Runde. Wir machen den Skyline natürlich nur ein bisschen dreckig. Und da geht nichts kaputt, deswegen ist das gar nicht so schlimm. Ich find's herrlich, ich könnte das hier noch eine Weile länger machen. Aber die 6 Runden sind vorbei. Ich sag danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, die ich mal ausprobieren soll, dann haut es mir gerne in die Kommentare und schlagt es mir gerne vor. Ich habe selber natürlich noch einen Haufen Ideen an Fahrzeugen, die ich so gerne umsetzen möchte, mit diversen Tuning-Eigenschaften und so weiter. Und die probiere ich dann auch mal aus. Vielleicht machen wir auch eine Art Trackday oder mal ein KI-Rennen oder so. Da sind wir natürlich offen für alles. Aber das war es erstmal mit dem JP Performance Nissan Skyline GT-R 34. Und ja, ich mache die Wheelcam aus. Wir schmeißen uns die Wiederholung noch ein bisschen rein hier. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Dann mache ich mal den Sound ein bisschen lauter. Und dann könnt ihr das alles schön genießen. Ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Und wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, einfach rausgehauen damit. Und ja, das war's von mir. Wenn jetzt die Wiederholung weitergeht. Wo ist mein Auto? Ach, steht noch am Start. Ja, natürlich. Ja, natürlich, er steht noch am Start. Ich hoffe jetzt nicht die ganze Zeit. Und das sollte doch bitte weitergehen. Sonst spüre ich noch mal ein bisschen vor. Hochprofessionell! Da geht's doch los. Dann blenden wir den ganzen Spaß aus, beziehungsweise passiert das ja automatisch. Ich mache meine Stimme leise und ja, bin weg, ne? Tschüssi!